Moin liebe Rätselfüchse und willkommen zur Auflösung meiner letzten Rätselstunde. Ich hatte euch ja 3 Logikrätsel gestellt und zusätzlich noch ein Musikrätsel. Das alles werde ich jetzt hier auflösen und ein bisschen über eure Kommentare quatschen. Falls du nicht weißt, worum es hier geht, beziehungsweise das Rätselvideo noch nicht geschaut hast, schau auf keinen Fall dieses Video hier. Riesig fetter Spoiler-Alarm. Ich dachte riesig fetter, okay. Klickt euch auf jeden Fall da oben in die Infokarte rein oder der Link in der Videobeschreibung und schaut euch erst das Rätselvideo an. Bitte, 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 bitte schaut euch erst das Rätsel an, denn sonst ist dieses Video hier ganz doof für euch. Okay. Ich habe euch gewarnt. Über 1800 von euch haben bei dieser Rätselstunde mitgemacht. Und ich weiß gar nicht, warum ich meine Augen zu habe und so komisch mit meinem Mund rumspiele. Das ist auf jeden Fall die größte Teilnahme, die wir bei einer Rätselstunde bisher erreicht haben. Deswegen, warum mache ich mal so, wenn ich Küsse an euch verteilen will? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ich wollte jetzt und Dankeschön sagen. Das, so. Puh, danke. Schon besser. Und jetzt ist einfach so ein Haufen junger Leute zu Hause und denkt sich so. Und so 3 Freaks von euch sitzen da so. Okay, kommen wir jetzt zum Inhalt dieses Videos. Kühlen wir erstmal die schnellsten 3 Rätselfüchse des Monats. Da habe ich ein kleines Problem, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mich eigentlich bemüht, ganz, ganz, ganz schnell zu sein. Habe dann aber trotzdem den Moment verpasst, in dem der Erste den Kommentar geschrieben hat. Das Problem ist jetzt nämlich, dass ich einen Kommentar habe, der als Erstes gepostet wurde, mit allen 3 richtigen Lösungen, aber dieser Kommentar wurde bearbeitet im Nachhinein. Und ich weiß jetzt nicht, ob das dann bearbeitet wurde, nachdem schon andere Lösungen kamen oder eben nicht. Und deswegen jetzt einfach mal in Klammern auf Platz 1, Selina Zierzorn. Ich bin mir aber nicht sicher, ob du jetzt wirklich Platz 1 bist oder ob du einfach nur ein Schlingel bist. Von daher entweder herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz oder dazu, dass du ein richtiges Schlitzohr bist. Auf Platz 2, natürlich in Zweifel für den Angeklagten, ich will Selina ja jetzt gar nichts unterstellen, aber es könnte natürlich sein und der Fairness halber muss ich es jetzt so machen. Auf Platz 2 ist dann SB-Modder. Und da hätte es noch eine 1. SB-Modder 1, ein ganz treuer Zuschauer von mir, der sich schon so häufig bemüht hat, mit irgendeinem Kommentar ein Video von mir zu kommen. Herzlichen Glückwunsch, du hast es jetzt geschafft. Du hast als Zweites dieses Rätsel, beziehungsweise diese 3 Rätsel richtig gelöst. Den 3. Platz, beziehungsweise den 2., wo ich mir ja nicht ganz sicher bin, gönne ich auch ganz, 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 ganz groß diesem User. TV-Juggling, auch ganz, ganz treuer Zuschauer von mir, hat auch einen sehr coolen Beitrag für deinen Trick Staffel 5 gemacht, wo er mit den Kartendecks dann jongliert hat, mit denen er den Trick gemacht hat und das so in die Performance eingebaut hat. Ziemlich cool. Und weil ich mir ja nicht sicher sein konnte, ob Selina wirklich Platz 1 ist oder ob sie ein Lümmel ist, wie gesagt, Selina, keine Unterstellung jetzt, führe ich auch noch Platz 4. Den belegt nämlich Jonas Lippert. Herzlichen Glückwunsch an euch 4 und jetzt kommen wir zu den Rätselauflösungen. Rätsel numero uno. Nicht numero dos. Das war das Rätsel mit den 5 besoffenen Freunden, die gegeneinander ein besoffenes Wettrennen gemacht haben. Und ja, die waren besoffen. Wo sich natürlich direkt viele darauf gestürzt haben. Ah, die waren eh betrunken. Die sind garantiert nur im Kreis gelaufen. Ist doch egal, ob die im Kreis laufen oder nicht. Das war ein Wettrennen. Ich habe extra im Video noch gesagt, Leute, sucht keine Hintertürchen. Beschränkt euch nicht auf irgendwelche Nebensachen. Beschränkt euch auf das, was ich im Rätsel sage. Wenn ich ein Rätsel stelle, die Freunde machen ein Wettrennen, dann meine ich damit, die Freunde machen ein Wettrennen. Dann ist die Lösung des Rätsels nicht. Die haben gar kein Wettrennen gemacht. Ich hab's doch extra im Video gesagt. Dann haben wir noch richtig Genius-Alarm hier. Liebe Freunde, wirklich, das ist brillant. Wirklich, das ist boah. Ernsthaft, liebe Freunde, das ist einfach nur genial. Der User Best Sniping Filters hat nämlich die komplett richtige Lösung hingeschrieben. 1:1, genau so, wie ich sie beim Recherchieren im Internet auch gefunden habe. Ist jetzt keine große Sache. Ich meine, ich kann es nicht vermeiden, dass ihr die Lösung aus dem Internet holt. Ich habe allerdings die ganzen Namen abgeändert und dann irgendwelche Promis benutzt. Und Best Sniping Filters ist so genial. Er hat die Lösung dahin geschrieben mit den Namen aus dem Internet. Franz, Tim, Anna, Janina und Lukas. Mit der Anmerkung, ich weiß, ich bin schlau. In Caps Lock. Ja, Mann, einfach genial. Leute, wenn das jetzt nicht ein neues Mr. Tricks XL Meme wird, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß, ich bin schlau. Okay, jetzt mal im Ernst. Wie war dieses Rätsel jetzt wirklich zu lösen? Meine erste Aussage war ja auf jeden Fall, dass Jake schneller war als Nick. Das 5. Detail, das sich die Freunde erinnern, war außerdem, Robert war schneller als Jake. Wir wissen also schon mal, bei den 3 Jungs ist die Reihenfolge Robert, Jake, Nick. Betrachten wir jetzt die 3. Aussage. Britney war schneller als entweder Scarlett oder Robert. Wir wissen aber nicht mehr, als wer von beiden. Angenommen, Britney wäre schneller gewesen als Robert. Robert war der schnellste von allen Jungs. Wäre Britney schneller als Robert gewesen, würde das bedeuten, dass sie schneller gewesen wäre als alle 3 Jungs. Dann passt aber Aussage 4 wiederum nicht, denn Aussage 4 lautete ja, entweder Jake oder Nick kamen vor Britney. Bedeutet, einer der beiden Jungs muss ja schneller als Britney sein, was wiederum bedeutet, dass Britney nicht schneller sein kann als alle Jungs. Also kann Britney nicht schneller sein als Robert, weshalb wir jetzt über Aussage 3 wissen, Britney war nicht schneller als Robert, sondern als Scarlett. Damit wissen wir die Reihenfolge der 3 Jungs und wir wissen, Britney war schneller als Scarlett. Jetzt ist aber die Frage, wie verteilen wir jetzt die Mädels auf die Jungs? Da hilft uns Aussage Nummer 2. Scarlett kam ja vor Jake, Robert oder Nick ins Ziel. Scarlett war also schneller als einer der 3 Jungs. Wir wissen, Robert kam vor jemandem. Wir wissen, Jake kam vor jemandem. Über Nick wissen wir laut Aussage 4 nur, dass er eventuell schneller als Britney gewesen sein könnte, aber nicht gezwungenermaßen sein muss. Es könnte ja auch Jake sein. Von allen anderen 4 Charakteren wissen wir aber, dass sie schneller waren als jemand anders. Jake kam vor Nick. Scarlett kam vor Jake, Robert oder
oder Nick. Britney kam vor Scarlett oder Robert. Robert kam vor Jake. Das heißt, Nick ist der Einzige, bei dem wir wissen, er muss Platz 5 sein. Er muss letzter Platz geworden sein. Dann wissen wir nämlich über Aussage 4, Jake oder Nick kam vor Britney, dass es Jake gewesen sein muss, der vor Britney ins Ziel kam. Die beiden Frauen müssen also zwischen Jake und Nick ins Ziel gekommen sein, weshalb die richtige Reihenfolge gewesen sein muss. Robert, Jake, Britney, Scarlett, Nick. Ich hoffe, ihr habt meine Erklärung jetzt verstanden. Wenn nicht, drückt mal Pause, macht euch mal ein paar Gedanken drüber, das kommt schon hin. Zur Not einfach zurückspulen und meine Erklärung nochmal anschauen. Ich weiß, ich habe es ein bisschen durcheinander gewürfelt erklärt, aber so konnte ich es am besten nachvollziehen. So viel zu Rätsel Numero Uno. Kommen wir zu Rätsel Numero Dos. Schneewittchen und der Spiegel. Alter Verwalter. Hab ich da viele physikalisch inkorrekte Kommentare gelesen? Liebe Freunde, ich offenbare euch jetzt den Mindblow meiner Kindheit. Wirklich, als ich das als Kind realisiert habe, ich war so und das müssen scheinbar auch viele von euch noch realisieren. GamerTV sagt, es ist egal, Schneewittchen muss nur weit genug vom Spiegel entfernt stehen. SW Magic 2016. Rätsel 2 kann man so nicht sagen. Der Spiegel könnte 1 cm hoch sein und sie würde sich komplett sehen können. Sie muss nur weit genug weg und den Spiegel an der richtigen Höhe platzieren. Nein! Leute, probiert es aus. Wenn ihr das Video gerade an einem Handy guckt oder am Tablet, dann nehmt mich jetzt mit zu einem Spiegel. Geht zu einem Spiegel hin, ja? Stellt euch vor diesen Spiegel, guckt, was seht ihr an der oberen Kante, was seht ihr an der unteren Kante und jetzt geht einen Meter zurück. Ihr seht oben und unten genau dasselbe. Geht 20 Meter zurück. Ihr seht oben und unten dasselbe. Das ist ein ganz, ganz, ganz großer Logikfehler, den ganz, ganz, ganz viele Menschen in der Allgemeinheit immer noch im Kopf drin haben. Man sieht nicht mehr, wenn man weiter weg vom Spiegel geht. TV-Juggling hat das sehr gut erklärt in einem Kommentar. Den habe ich gerade jetzt nicht da, aber ich gebe das Ganze einfach mal wieder. Wenn ihr euch von einem Spiegel nämlich entfernt. Klar entfernt ihr euch von eurem Spiegelbild und seht es deswegen kleiner. Das ist logisch. Das Ding ist, ihr entfernt euch ja auch vom Spiegel selber. Der wird ja auch kleiner, wenn ihr weiter weggeht. Wisst ihr Bescheid? Einfallswinkel, Ausfallswinkel und so. Es bleibt alles gleich. Also um es auf den Punkt zu bringen, nein, liebe Freunde, es spielt keine Rolle, wie weit weg ihr von dem Spiegel seid. Ihr seht darin immer dasselbe. Ist aber auch logisch. Ich habe ja extra gesagt, fixiert euch auf das, was ich im Rätsel sage. Wenn ich sage, wie groß und wie hoch angebracht muss der Spiegel sein, damit Schneewittchen sich darin ganz sehen kann, dann meine ich damit, wie groß und wie hoch angebracht muss der Spiegel sein, damit Schneewittchen sich daran sehen kann. Und die Lösung zu diesem Rätsel ist dann nicht, es gibt keine Lösung, das Rätsel ist eine Fangfrage. Das gab es noch nie. Noch nie. Ich weiß gar nicht, wie viele Rätselstunden das ist jetzt. Es gab noch nie den Fall, dass bei mir auf dem Kanal Rätselstunden als Fangfragen gestellt wurden. Noch nie. Und das wird es auch nicht geben. Wo ist der Sinn denn dahinter? Naja, okay. Kommen wir jetzt zu euren Kommentaren. Alexander Nikolic sagt nämlich, er ist einfach 10 Meter hoch und egal, wo er angebracht ist. Klar, wenn ich danach frage, wie groß muss der Spiegel mindestens sein und wie hoch muss er mindestens angebracht sein, damit Schneewittchen sich sehen kann, will ich natürlich drauf hinaus. Wir machen einfach 10 Meter, damit gehen wir sicher, dass Schneewittchen sich so oder so sehen kann. Ich frag doch nach mindestens. Kapuzen-Ninja sagt, Rätsel Numero Dos ist eine Fangfrage. Es ist egal, wie groß oder breit der Spiegel ist. Leute, ist das dein Ernst? Ist das der Spiegel würde eh zerbrechen, da sie zu hässlich ist. Hendrik Müller mit einer sehr interessanten Idee. Schneewittchen lebt bei den 7 Zwergen. Ein Spiegel, der so groß ist, dass sie sich da vorstellt und sich vollständig sehen kann, würde nicht in das Haus der Zwerge passen. Ist zwar grundsätzlich eine gute Idee, die du da versuchst zu liefern, aber wenn ein Spiegel, in dem Schneewittchen sich vollständig sehen kann, nicht in das Haus der Zwerge passen würde, dann würde Schneewittchen doch auch nicht ins Haus passen, oder? Nein, die richtige Lösung dieses Rätsels hat TV-Juggling genau richtig gesagt. Kann man mit dem Reflexionsgesetz Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel berechnen? Ich hatte euch ja gesagt, Schneewittchen ist 1,64 Meter groß. Bedeutet, es reicht, dass der Spiegel genau halb so lang ist, wie sie lang ist, damit sie dann, wenn sie an die unterste Kante guckt, immer noch ihre Füße sehen kann und auch ihren Scheitel sehen kann. Der Spiegel muss halb so groß sein wie Schneewittchen. Und außerdem hatte ich gesagt, ihre Augenhöhe befindet sich auf 1,54 Meter Höhe. Das ist wichtig, damit wir jetzt nämlich wissen können, auf welche Höhe wir den Spiegel aufhängen. Wir nehmen also die Hälfte ihrer Augenhöhe, die Hälfte von 154 cm sind 77 cm, und haben damit die Höhe, auf die wir den Spiegel aufhängen. Ja, ihre Augenhöhe ist auf 1,54 Meter. Und wenn sie jetzt auf 77 cm Höhe runterguckt, sieht sie natürlich das, was 77 cm unterhalb dieser Höhe war. Und da sollen ihre Füße sein. 77 cm ist die Unterkante. Die Oberkante ist demnach 1,59 Meter, also 82 cm drauf gerechnet auf 77 cm. Und damit haben wir genau den unteren Punkt, den oberen Punkt, auf dem der Spiegel angebracht sein muss. Ich hoffe, ihr habt den Rechenweg alle verstanden. Jetzt Rätsel Numero 3. Das Rätsel um den Gefangenen und die ganzen Kugeln. Magic Rice 10 sagt, er verteilt nur 9 weiße Kugeln in die Kisten und eine versteckt er dann im Ärmel. Wenn er jetzt eine Kugel rausnehmen soll, nimmt er einfach die weiße Kugel im Ärmel heraus, während seine Hand in der Kiste ist. Leute, was habe ich euch denn gesagt? Ich habe dann extra gesagt, sucht keine Hintertür. Fixiert euch auf das, was im Rätsel gesagt wird. Keine Fangfragen, keine Auswege. Einfach nur über das Rätsel nachdenken. Ja, da muss ich ja nicht drauf eingehen, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich habe doch noch extra gesagt. Bitte versucht
Außerdem, was, wenn es nicht solche Kugeln sind, sondern solche Kugeln? Wie willst du die im Ärmel verstecken? Keine Hintertüren, bitte. Fixiert euch auf das Rätsel. Ich hab gesagt, er muss blind die Kisten auffüllen. Er macht die Augen auf. Ich so, er muss blind die Kisten füllen. Wenn ich ein Rätsel stelle, dann geht es um genau den Sachverhalt, den ich darstelle. Nicht um nebensächliche Dinge, die nichts damit zu tun haben. Und du so, er macht die Augen auf. Digga, was? Ja, ich habe gerade meinen eigenen Kommentar vorgelesen. Bei den Kugeln muss er alle Weißen in eine Truhe, die Schwarzen in die andere tun und sich dann merken, ob die Weißen rechts oder links sind. Und schon ist er am nächsten Tag wieder frei. Und das haben 3 Leute geliked. Ich so, er hat am nächsten Tag keine Chance zu identifizieren, welche Kiste welche ist. Du so, er identifiziert am nächsten Tag einfach, welche Kiste welche ist. Ist das dein Ernst? Er nimmt eine schwarze Sprühdose und Sprate. Wenn der König nicht schaut alle außer eine weiße Münze an, dann hat es nur noch eine weiße Münze. Da kann ich mich ja nicht mal drüber lustig machen. Das ist ja nicht mal in meiner Sprache. Er soll doch eine weiße Kugel finden. Was bringt es ihnen, wenn er eine schwarze Sprühdose nimmt? Was ist ein Sprate? Und wie kommst du auf Münzen? Es geht um Kugeln. Okay, ich tue jetzt mal so, als würde ich dein Deutsch verstehen. Und er soll alle Münzen schwarz einsprayen, außer einer. Dann minimiert er doch seine Chance, die weiße zu finden. Hä? Erik Krüger, die beste Verteilung ist folgende. Kiste 1, ein Adler und ein Brief mit der Aufschrift Bitte. Auf der anderen Seite stehen wichtige Informationen. Kiste 2, ein Bild von Jamila und ein Lumband. Hammermäßig, fand ich voll kreativ. Ein reiner Mr. Tricks XL Inside Kommentar. Die Chance bleibt immer bei 50%, egal wie er die Kugeln verteilt. Nein. Darum ging es doch in dem Rätsel, dass ihr die Verteilung finden sollt, bei der die Wahrscheinlichkeit, eine weiße Kugel zu finden, am höchsten ist. Hä? Und by the way, Digga, was geht bei deinem Profilbild? Das war so schwer, ein Screenshot zu machen. Da immer das schwarze Kügelchen gezogen wurde, musste er davon ausgehen, dass tatsächlich beide schwarz waren, wodurch er gar keine Chance hatte, das weiße zu ziehen. Er zog daher eines der Kügelchen, verschluckte es schnell, bevor jemand die Farbe sehen konnte. Somit konnte man nur nachschauen, welches Kügelchen noch in der Schatulle war. Digga, das ist einfach dreist. Ist die Internetlösung zu einem völlig anderen Rätsel, das ich schon vor Monaten gestellt habe. Ist das dein Ernst? Leute, ich verweise nochmal drauf, so wie auch vorhin schon der, wie hieß der? Wie hieß der Kollege? Der, mit dem ich weiß, ich bin schlau. Hier, Best Sniping Filters. Ich weiß, ich bin schlau. Wenn ihr eine Lösung aus dem Internet kopiert, dann macht das mit Brain. Einfach eiskalt vom falschen Rätsel. Hast du mein Video denn überhaupt zu Ende geschaut? Das war doch von Anfang an klar, 10 schwarze Kugeln und 10 weiße Kugeln. Merkst du das denn nicht, wenn du dann eingibst, Rätsel, schwarze, weiße Kugel und dann irgendwas findest, wo es um 2 schwarze Kugeln geht, dass das überhaupt keinen Sinn ergibt? Merkt ihr sowas nicht? Die richtige Lösung zu diesem Rätsel wäre folgende gewesen. Wir haben 10 schwarze Kugeln und 10 weiße Kugeln. In eine Kiste packen wir eine weiße Kugel rein. Und sonst nix. Wenn wir also bei der 50-50 Chance, eine der beiden Kisten zu kriegen, bei dieser Kiste landen, ist auf jeden Fall eine weiße Kugel drin. In die andere Kiste tun wir jetzt alle anderen 19 Kugeln, also 9 weiße und 10 schwarze. Die Wahrscheinlichkeit, eine weiße Kugel zu ziehen, ist also 9/19 und das ist ungefähr 47%, glaube ich. Und wenn man das Ganze jetzt verrechnet, also eine halbe Wahrscheinlichkeit, demnach 0,5 mal 1, also 100% für Kiste Nummer 1. 100% Wahrscheinlichkeit, dass in dieser Kiste eine weiße Kugel ist, 100% entspricht 1. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir von den beiden Kisten genau diese ziehen, ist 50%, also 0,5. 0,5 mal 1 plus die Wahrscheinlichkeit, hier eine weiße Kugel zu ziehen, die ja 0,47 ist, also 47%. Und diese 0,47 wieder mal 0,5, weil die Wahrscheinlichkeit, genau diese Kiste von den beiden zu ziehen, ja wieder 50% ist. Damit kriegen wir als Rechnung 1 mal 0,5 plus 0,47 mal 0,5. Und damit erhalten wir eine Gesamtwahrscheinlichkeit von etwa 0,74, also eine 74%ige Wahrscheinlichkeit, eine weiße Kugel zu ziehen. Wenn man also seinen Grips benutzt, dann kann man statt einer 50-50-Verteilung, bei der die Gesamtwahrscheinlichkeit richtig zu liegen bei 50% liegt, eine schlaue Variante wählen, bei der die Wahrscheinlichkeit bei fast 3/4 liegt. Klar besteht immer noch ein gewisses Risiko, aber das ist ja immer noch ein zum Tode verurteilter Gefangener, ja? Der König will ihm nur die Chance geben, durch Grips zu beweisen, dass er seine Todeswahrscheinlichkeit minimieren kann. Das waren die Lösungen zu diesen 3 Rätseln. Außerdem gab es da noch mein Musikrätsel. Ich hatte euch diese Sekunde hier abgespielt. Dabei handelt es sich um Sound of Silence und nicht, wie viele von euch gesagt haben, von Disturbed, was ja jetzt seit neulich wieder in den Charts ist, sondern ich habe natürlich das Original eingespielt. Wie sich das gehört? Warum sollte ich irgendein Cover einspielen? Von Simon und Garfunkel. Man hört aber auch einen ganz klaren Unterschied. Disturbed hat das völlig anders aufgezogen. Ja, das Arrangement ist ganz anders bei Disturbed als beim Original. Von daher sorry an alle Leute, die Disturbed kommentiert haben. Hello, darkness, my old friend. Entschuldigung, ich meinte natürlich. Hello. Und damit war's das mit diesem Video. Ich sage Dankeschön an alle, die mit dabei waren. Danke an alle, die mitgerätselt haben. Danke an alle, die bis hierhin dran geblieben sind an diesem Video. Ihr unterstützt mich immer sehr, indem ihr meine Videos schaut und sie mit Daumen hoch und so weiter bewertet. Finde ich jedes Mal richtig cool. Dankeschön. Ihr wisst alle genau Bescheid. YouTube killt gerade Kanäle. Und von daher finde ich es ganz, ganz toll, wenn ihr mich trotzdem unterstützt. Vor allem jetzt im Januar, welcher für YouTuber immer der schwierigste Monat ist. Dankeschön dafür. Ihr seid und bleibt die beste Community auf ganz YouTube. Erstmal den Bart kratzen. Boah, ich muss mich unbedingt rasieren. Oh, der ist schon wieder so lang geworden. Oder gönne ich mir einfach eiskalt und Vollbart?
Nee. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr schon zur Auflösung des Weihnachtsgewinnspiels. Hi ist auch mit am Start. Und ansonsten unten links von mir mein letztes Video. Das war mein Silvester-Rückblick. Und unten rechts von mir meine letzte Rätselstunde. Dort könnt ihr mich abonnieren. Dort meine Social Media. Folgt mir da unbedingt. Wenn ihr tolle Updates über mein Privatleben haben wollt, da gibt's einfach alles. Fanpost beantworten. Menschen, die mir besonders wichtig sind. Und so Zeugs. Also, ciao.